In Südamerika nennen sie ihn Hugol, Dr. Hugo Marquez Sanchez, eines von 7 Kindern eines Automechanikers aus Mexiko-Stadt. Als 14-Jähriger steht er bereits im Junioren-Nationalteam. 1978 spielte er in Argentinien seine erste Weltmeisterschaft für Mexiko. Die größten Erfolge feiert der Zahnarzt und zweifache Vater hier mit der Nummer 11, aber nicht im Team, sondern im spanischen Clubfußball mit Madrid. 1985 wechselt er von Atletico zum großen Rivalen zu Real Madrid und wird mit dieser Mannschaft 1986 auch UEFA-Cup-Sieger. Bis zum Jahr 1990 ist er 5-mal spanischer Torschützenkönig, im Jahr 1990 Europas bester und wohl auch spektakulärster Torschütze. Solch eindrucksvolle Szenen gehören einfach zu seinem Repertoire. ...1992 kehrt Sanchez nach Mexiko zurück und bei einem Trainingsaufenthalt mit Atlanta in Linz gibt's die vielleicht entscheidenden Kontakte mit dem FC Linz. Ja, ein wohl mehr als verdienter Beifall. Es ist hier schon angedeutet worden, ich habe mir noch ein paar Dinge herausgeschrieben. Sportler des Jahres in Mexiko 1985, 4-mal spanischer Meister, 2-mal spanischer Pokalsieger, UEFA-Cup-Sieger 1986, 50 Länderspiele in Mexiko verehrt, wie Maradona in Argentinien oder Pelé in Brasilien. Hugo Sanchez, was hat Sie bewogen, nach Linz zu kommen und dort Fußball zu spielen? Ja, zunächst danke vielmals für die Einladung zu Ihrem Programm. Die Tatsache, dass ich hierher nach Österreich gekommen bin, hat bedeutet, nach meinen sportlichen Zielen, die ich mir schon vor langer Zeit gesetzt habe, und mein höchstes Niveau bei Real Madrid, und ich die Gelegenheit hatte, auch viele Titel zu gewinnen, genug Geld zu verdienen, um ohne Schwierigkeiten leben zu können. In diesem Augenblick habe ich mir gewünscht, nicht so sehr um Geld zu spielen, sondern, was mir immer gefallen hat, einfach Fußball zu spielen. Und zu diesem Zeitpunkt zu FC Linz zu kommen, bedeutet für mich einerseits glücklich sein zu können, Fußball spielen zu können, nicht auf so hohem Niveau wie im spanischen und italienischen Fußball, aber ich freue mich schon sehr, mit meinen Kollegen, mit den Mitgliedern des Vorstands, mit dem Trainer zusammenzuspielen und das Ziel zu erreichen, nämlich eine erste Division aufzusteigen. Es ist eine neue Herausforderung, ein neues Abenteuer und ich möchte dieser neuen Herausforderung gerecht werden. Kennen Sie Ihren nahen Verein? Um nicht dazu zu sagen, wissen Sie, worauf Sie sich da einlassen? Ja, ich kenne ein bisschen den Verein, nicht allzu gut, aber ich hatte die Gelegenheit, mit Jürgen Werner zu sprechen, vor einem halben Monat circa, bei der Vorbereitung von Atlante, die wir hier in Österreich machten, hatte ich die Gelegenheit, auch die Illusion und den Ehrgeiz kennenzulernen, nämlich in die erste Division zurückzukehren. Und diese Herausforderungen gefallen mir einfach. Ich habe nie etwas Ähnliches gemacht. Ich weiß, dass es eine schwierige Herausforderung ist, aber ich bin überzeugt, dass mit diesem Ehrgeiz und mit diesem Wunsch, den Sie alle haben, alle meine Kameraden haben, in die erste Division zurückzukehren, wäre das auch für meine fußballerische Karriere etwas sehr Interessantes. Jürgen Werner, was waren die Motive des Clubs, einen Star, auch wenn er jetzt älter geworden ist, einen Star wie Hugo Sanchez zu holen? Bringt das für die Mannschaft tatsächlich etwas? Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin vor 2,5 Jahren als Manager beim FC Linz eingesprungen und mir ist damals Rudi Völler angeboten worden. Und er war in einer hohen Preisklasse und wir hatten gesagt, ja, sollten wir einmal was riskieren. Aber Rudi Völler, ja, er kommt zurück von Olympique Marseille, hat dann noch die Klasse. Und wir haben das eigentlich abgelehnt, ohne näher in Details zu gehen. Und man hat dann gesehen, wie er in Leverkusen nach wie vor aufspielt, wie er seine 15 Tore pro Saison macht und wie er wieder in die Nationalmannschaft zurückgekehrt ist.
Und das war für mich die Initialzündung, auch bei unserem Club einmal etwas so in die Wege zu leiten. Die erste Chance war bei der Weltmeisterschaft in Amerika. Ich hatte einen sehr guten Kontakt mit dem rumänischen Teamspieler Dumitrescu, der aber dann 3 Tore erzielte gegen Argentinien und somit der Preis so in die Höhe getrieben war, dass es für uns keine Chance war. Und heuer war die Chance mit Hugo. Wir haben uns persönlich, glaube ich, auf persönlicher Ebene sehr gut verstanden. Ich hatte mit Günter Zöchbauer einen sehr guten Mitstreiter. Da haben wir Hugo, ich sage mal, weichgeklopft, weil ihm war klar, er wollte nach Europa zurück. Schweiz, Österreich hat er präferiert. Und das erste Mal, wie ich mit der zweiten Liga gekommen bin, hat er noch ein bisschen die Stirn gerunzelt. Aber wie er unser Stadion, unsere Gegebenheiten gesehen hat und wirklich den Ehrgeiz, den wir in unserem Team dahinter setzen und dass wirklich auch in der zweiten Division professionell gearbeitet wird, dann hat es schließlich noch 3-4 Wochen Arbeit bedarf und er hat dann zugesagt. Ich habe das überhaupt nicht abwertend gemeint, um ja nicht falsch verstanden zu werden, aber wird es gelingen, ich würde auch Ihre Meinung dann gerne dazu hören, einen solchen Star zu haben und die Mannschaft darauf einzustellen? Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns auch das vorher gedacht und sind auf die Mannschaft zugegangen, weil für mich war es eine glasklare Entscheidung. Ich kann nur profitieren davon, es kommen mehr Zuschauer. Man hat gestern schon am Flughafen den Medienrummel gesehen, aber natürlich muss auch die Mannschaft damit leben. Und es ist vielleicht ungewöhnlich, dass man die Spieler mit einbindet, aber wir haben bei uns überhaupt so ein offenes System und haben sie gefragt und es war überwältigend positiv. Und daher haben wir auch den Schritt gemacht. Vielleicht kann der eine oder andere etwas lernen von ihm. Ja, es war sogar so, dass der Trainer zu den Spielern gesagt hat, von einem Hugo Sanchez könnt ihr in einem Jahr mehr lernen, wie von mir in 5 Jahren. Horst Rubesch, wie sehen Sie diesen Transfer? Ja, ich bin auch der Meinung, es gibt keine Alten oder Jungen, sondern es gibt nur Gute und Schlechte, denke ich immer in dieser Richtung. Und er ist sicherlich einer der ganz Guten. Und ich bin sicher, er ist auch noch fit, da geht also kein Weg dran vorbei. Ich glaube schon, dass das sehr positiv ist aus dem einfachen Grunde. Und das wird sicherlich entscheidend sein, dass die Mannschaft auch für ihn spielen kann und ihn auch entlasten kann. Wenn nämlich alles auf ihm ruht, wird es natürlich für ihn auch schwer. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist. Hätten Sie ihn auch gerne gehabt? Ja, natürlich, das wäre immer eine Sache gewesen. Aber einen Sonnenspieler kann man sicherlich übernehmen, aus einem ganz anderen Grunde, weil er kann was vermitteln. Er ist einer, sage ich mal, den ich habe ihn also sehr gerne gesehen, aus dem Anfanggrunde, er Zug zum Tor. Er spielt direkt vor allen Dingen und er hat immer einen richtigen Riecher. Dazu ist er ein guter Techniker. Sie haben ein ganz schlechtes Erlebnis mit ihm. Ja, ich habe ein sehr schlechtes Erlebnis mit ihm. Er hat uns einmal fürchterlich geärgert, aber mein Gott. Müssen wir ein bisschen erklären jetzt. Das war ein Spiel damals bei dem 9-1 in Madrid. Und da hat er sensationell gespielt, muss ich dazu sagen, weil die Madrilenen zu der Zeit auch in so ein Loch gefallen waren. Sie haben also wirklich nicht gut gespielt. Und aber in dem Spiel, muss ich sagen, da hat er alles umgerissen. Erinnern Sie sich an dieses Spiel, Herr Sanchez? Real Madrid gegen Innsbruck, 9-1. Ja, natürlich erinnere ich mich an dieses Spiel. Ich habe mit Jürgen auch darüber gesprochen. Jetzt heißt es ja FC Tirol, damals war es Innsbruck, nicht? Also jetzt mit dem neuen Namen habe ich es nicht sofort gewusst, aber ich habe mich daran erinnert. Das war natürlich ein Match, das ich nie vergessen werde, denn ich hatte die Gelegenheit, in einem Europacup-Spiel Di Stefano gleichzuziehen, der der einzige Spieler in Europa war, der in einem Europacup-Spiel so viele Tore geschossen hat, in einem einzigen Spiel. Was wissen Sie überhaupt vom österreichischen Fußball? Viel weiß ich nicht, denn leider nach Mexiko kommen die Nachrichten nicht so frisch und neu, wie ich es gerne hätte. Wir erfahren vor allem vom spanischen, vom italienischen Fußball Neues, etwas vom deutschen Fußball, aber von Österreich kommen nicht sehr viele Nachrichten durch. Ein bisschen habe ich über meine Freunde gehört, die ich hier in Österreich habe. Kennen Sie österreichische Fußballspieler? Ja, ich hatte die Gelegenheit, einen großen Spieler kennenzulernen aus Österreich, der in Spanien bei Sevilla gespielt hat und nachher dann in Rayo Vallecano, Toni Polster, ein guter Freund von mir. Natürlich hatte ich die Gelegenheit, mit ihm einige Male zu sprechen. Ich möchte ihn jetzt auch gleich schön grüßen lassen, wenn er zuschaut. Er hat mir von Österreich erzählt, aber um mich zu überzeugen, hierher zu kommen, da war wirklich ausschlaggebend, als ich mit Atlante hier war und das Land kennengelernt habe, die Stadt Linz kennengelernt habe,
Und das war wirklich einer der Gründe, warum ich hierher gekommen bin. Hugo Sanchez, Sie sind jetzt 37 Jahre alt. Ich möchte die Frage der Altersproblematik auch Ihnen stellen, wie Sie das sehen. Welche Leistungen kann man mit 37 Jahren im Fußball, im Meisterschaftsfußball noch bringen? Ja, natürlich. Es kommt sehr darauf an, wie man gelebt hat in seiner Laufbahn. Ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt und habe immer sehr auf meine Gesundheit geachtet.